Ich denke, dass alles möglich ist und natürlich haben wir ein Spiel vor, wo wir sehr, sehr intelligent spielen müssen. Mit Tempo, aber mit Geduld natürlich, weil ja, wir müssen das sehr gut beherrschen. Wir haben Zeit, ein Tor zu machen. Also wir müssen ein Tor machen, 1-0, und wenn nicht mehr passiert, dann musst du es halt im Elfmeterschießen entscheiden. Aber natürlich wollen wir auch auf Hinblick dann auf die kommenden Spiele versuchen, das schon vorher zu erledigen, und muss halt natürlich eine gute Staffelung haben, um nicht eins zu bekommen, weil dann brauchen wir eben im Endeffekt schon drei Tore. Hat man ja auch in den letzten Heimspielen gesehen, wo wir uns schwer getan haben, wie die Fans hinter uns gestanden haben und uns nach vorne gepusht haben nochmal. Aber vom Prinzip her ist es so, wie es der Trainer auch sagt, entscheidend ist, wie wir auf dem Platz auftreten, um eben die Fans so schnell wie möglich eben auch in unseren Rücken zu bekommen, um für Stimmung zu sorgen. Und das pusht einen dann natürlich noch weiter nach vorne. Wir wollen von Anfang an gut auftreten, guten Start, gut spielen. Wir haben spielerisch da auch überzeugt. Aber wie gesagt, allein gute Spiele reichen ja nicht. Du brauchst eben auch die Ergebnisse.